Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ich wollte mich nochmal ganz kurz hier an dieser Stelle bedanken für das coole Feedback auf das gestrige Video, also auf das Lebenszyklus-Video vom Thanos. Vielen, vielen Dank, Leute. Hat mich wirklich mega gefreut. Dankeschön. Und ja, was machen wir heute, Leute? Ich dachte mir, heute machen wir deshalb auch nochmal das Ganze in der Crafting-Variante, ne? Mit dem Crafting-Pad, Crafting und ihr wisst, glaube ich, Bescheid, was ich meine. Hä? Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. Naja, Leute, auf jeden Fall werden wir heute noch Thanos hinterher craften. Also nach der Lebenszyklusaktion werden wir nochmal craften. Und ich denke mal, das wird eine coole Angelegenheit. Deshalb, wenn euch das Ganze gefallen sollte, würde mich natürlich auch heute, Leute, ein Like freuen. Wir haben gestern 6000 Likes auf das Video geschafft. Unfassbar. Und ihr habt sehr viele Vorschläge in die Kommentare geschrieben, welche Lebenszyklen wir auch noch machen sollen. Hat mich auch gefreut, Leute. Ich habe da schon ein paar in Planung. Also seid gespannt und abonniert, wenn ihr keinen Lebenszyklus mehr verpassen wollt. So, auf jeden Fall, Leute, haben wir jetzt erstmal die Aufgabe, alle Steine zu finden. Alle Steine für das Infinity Gauntlet, also für den Handschuh von Thanos. Und die sollen hier irgendwo in dieser komischen Stadt verteilt sein. Das Schwierige an der ganzen Angelegenheit ist, wir brauchen die Steine und wir brauchen den Handschuh von Thanos. Und den müssen wir dann in ein Crafting-Feld reinwerfen und dann kommt Thanos raus. So ist zumindest der Plan, Leute. Ob es klappt, werden wir mal sehen. Und ich hatte immer noch mal ganz kurz eine andere Frage, Leute. Und zwar würde mich mal an dieser Stelle interessieren, ob ihr vielleicht auch mal Bock habt wieder auf Vlogs. Also als Zweitvideo oder vielleicht einfach mal so. Falls ja, lasst auch einfach mal ein Like da oder schreibt es in die Kommentare. So, und jetzt habe ich aber genug gefragt, Leute. Wir haben nämlich hier den allerersten Stein. Der befindet sich nämlich hier im Wasser. Den habe ich nämlich schon vorhin gesehen. Hier haben wir ihn, den Space Jam. Und damit, Leute, können wir schon die ein oder andere Sache machen. Denn alleine durch diese coolen Gems haben wir die Möglichkeit, Fähigkeiten zu benutzen. Zum Beispiel durch den Space Jam haben wir die Möglichkeit, uns zu teleportieren. Oder wir haben die Möglichkeit, wenn wir uns hinsneaken und Rechtsklick drücken, einfach eine Kiste zu öffnen, also ein Ender-Chest. Also ein Inventar to go. Wer kennt's nicht, Leute? Mega nice. So, das Gute ist, wir sind jetzt hier irgendwo auf einem Hochhaus und das heißt, wir können hier auch runterkommen, weil sonst, Leute, ich kann ja mal runterschauen. Ich glaube, dass die Landung, die endet nicht gut, um das jetzt mal so zu sagen. Die endet auf jeden Fall nicht gut. Deshalb, Leute, einfach runterporten. Zack. Und so ist das schon deutlich angenehmer. Also, Leute, meine kleine Vermutung ist ja, dass wir in jedem Gebiet, ich sag jetzt mal Gebiet, einen Stein finden. Das heißt, wir haben ja jetzt gerade quasi diesen Space Jam gefunden. Komischerweise irgendwo im Dschungel, warum auch immer. Und der lässt uns hin und her teleportieren. Jetzt ist meine nächste Vermutung, dass wir zum Beispiel in einem Wassergebiet irgendwas finden. Zum Beispiel dort hinten. Genau, da sind ja so Boote. Und ich habe jetzt die Vermutung, dass wir hier vielleicht auf einem Boot irgendwie den nächsten Stein finden. Na gut, hier sieht schon mal schlecht aus. Wir gucken mal ganz kurz hier ein bisschen weiter. Hier sieht es auch nicht so gut aus. Also gut bestückt sind die Boote ja nicht. Zumindest nicht so gut, wie ich dachte. Aber ja, so weit, so gut. Oder eher nicht so. Also aktuell sieht es nicht so gut aus, Leute. Das heißt, hier finden wir aktuell keine Steine mehr. So, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal ganz kurz hier rüber. Wenn dort nichts ist, dann gebe ich die Hoffnung in diesem Wassergebiet auf. Und da ist doch eine Kiste, Leute, der Mind Jam. Schauen wir uns ganz kurz an, was man mit dem Mind Jam machen kann. Wir können mit Rechtsstick zumindest nichts machen. Wahrscheinlich ist das ein Gegenstand, beziehungsweise ein Stein, der nur für Mobs nutzbar ist. Und wenn wir uns hinsneaken und Rechtsstick machen, dann passiert ebenfalls nichts. Soweit, so gut, Leute. Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Gucken wir mal weiter, denn die nächste Vermutung ist hier, das habe ich schon gerade gesehen, dieses komische Weizengebiet, was ja irgendwie ein bisschen komisch ist. Hier auf einer Wiese und hier bricht es ab. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist ja hier irgendwas, aber nein, 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 oder? Doch, da ist was. Okay, Reality Gem, Leute. Wir haben einen gelben Stein, passend zum Weizen, läuft, würde ich mal sagen. Und damit, oh, seht ihr das? Wir können damit tatsächlich Sachen abbauen. Okay, und wir können die Game-Mode wechseln damit. Oh, das ist auch nicht schlecht. Also die Sachen abbauen. Alles, was uns in den Weg kommt, können wir abbauen. Nicht schlecht, sage ich da, Herr Specht, ne? Klasse Sache auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Leute, rennen wir jetzt einfach mal durch das ein oder andere Haus hier. Machen wir mal, ne? Zack, 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 zack. Schaut euch das an. Wir können einfach durch diese Häuser rennen. Wir müssen... Hä? Okay. Hä? Was
denn hier los? Hä? Also irgendwas spinnt da ein bisschen, aber eigentlich sind wir in der Lage, durch jedes Haus zu kommen. So, das Doofe an der ganzen Sache ist natürlich, wir haben ja auch so die Möglichkeit, durch alle Sachen zu kommen. Aber ihr seht, Leute, mit dem Mindjam kann ich gerade nichts anfangen. Wahrscheinlich wirklich nur für die Mobs zugänglich. Und da haben wir schon die nächste Kiste, sehe ich gerade. Der Reality Jam. Hey, den haben wir doch schon. Okay, warum auch immer. Das war vielleicht nur ein Troll. Was haben wir denn hier drin? Wir haben hier den Time Jam, Leute. Und damit können wir was machen? Wir können gar nichts. Oh, doch, wir bekommen Speed. Oh, das ist auch nicht schlecht. Also so ein Speed-Effekt, ne? Warum nicht, würde ich mal sagen. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist, war das mit Absicht, dass wir jetzt diesen einen Stein gerade, doppelt gefunden haben? Oder war das keine Absicht? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Weil das ja eigentlich nicht der Regel entspricht, dass man zweimal den gleichen Stein findet. Wir können mal ganz kurz uns hier so ein bisschen hin und her porten, würde ich mal sagen. Einfach mal... Ach Mann, jetzt habe ich weggetan. Mann. Okay, jetzt aber. Nein. Okay, also hier sehe ich offensichtlich keine Sachen. Seht ihr ja, Leute. Hier sind keine Kisten irgendwo weit und breit. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre diese komische U-Bahn hier. Ist das eine U-Bahn? Eigentlich ja nicht so. Es ist einfach ein Tunnel, ne? Einfach Tunnel, könnte man so sagen. Und da ist tatsächlich ein Stein, Leute. Power Jam. Schauen wir uns den mal ganz kurz an. Oh. Ja, damit geht auf jeden Fall die Post ab, Leute, würde ich mal sagen, ne? Also damit kann man auf jeden Fall die ein oder anderen Sachen explodieren lassen. Ja, nur mal so am Rande, weil mir das gerade einfällt, Leute. Es ist gerade übrigens, muss ich einfach mal ganz kurz gezeigt haben, 3.17 Uhr morgens. Also ich nehme dieses Video etwas später auf für euch. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass das Video pünktlich online kommt. Deshalb schreibt mal die Uhrzeit in die Kommentare, wo ihr das Video gerade schaut. Also ich denke mal, ich werde so um 4 Uhr schlafen gehen, 4 Uhr morgens schlafen gehen. Naja, okay, Leute, warum nicht, ne? So, solange das Video pünktlich online kommt, bin ich glücklich. Was ich jetzt aber eigentlich sagen sollte, Leute, ich bin ein bisschen müde, ihr merkt es wahrscheinlich. Was ich jetzt eigentlich machen wollte, war, ich habe dort hinten noch einmal so ein schwarzes Loch gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit diesem schwarzen Loch irgendwas noch erreichen können. Mann, wo ist denn jetzt hier diese Gegend, wo wir angefangen haben? War das dort hinten? Die sieht alles so gleich aus, das ist das Problem. Aha, da ist es also, Leute. Ich wollte nämlich in dieses Loch hier reinspringen, weil ich die Vermutung habe, dass wir hiermit noch in eine andere Dimension kommen. Denn, Leute, ihr wisst wahrscheinlich vom gestrigen Lebenszyklus, Thanos wurde zum Mond geportet. Deshalb vermute ich, dass wir Thanos auch nur auf dem Mond beschwören können. Und dementsprechend müssen wir in dieses Portal reinspringen. Und dann schauen wir mal, ob das klappt oder nicht. Okay, geklappt hat das also schon mal, Leute. Okay. Wir sind jetzt hier irgendwo angekommen, aber noch so ganz zufrieden bin ich nicht. Kann ich immer noch die Steine benutzen? Jawohl, ich kann immer noch die Steine benutzen. Das ist doch schon mal klasse, Leute. Und da haben wir schon diese Crafting-Wand. Okay, von der habe ich nämlich die ganze Zeit gesprochen, denn so wie es aussieht, fehlt immer noch ein einziger Stein. Wir haben nämlich den roten, den gelben, den blauen, den violetten, den grünen haben wir nicht und den orangen. Genau. Das heißt, wo kann denn der grüne sein? Weil das ist der einzige, der noch fehlt. Und der Handschuh, stimmt. Den Handschuh brauchen wir auch noch. Das sieht nicht nach Handschuh aus. Das sieht... Oh, Soul Gem haben wir. Was kann der denn überhaupt? Ja, wahrscheinlich auch irgendwas mit Mobs, würde ich jetzt mal vermuten, Leute. Und dann Infinity Gauntlet haben wir hier drin. Okay, Leute, das heißt, wir haben jetzt alles auftreiben können. Wir schmeißen die Sache einfach mal rein. Zack. Hier unten dann der Stein. In die Mitte das hier. Das nach oben links. Das nach oben rechts. Das hier nach unten rechts. Und den letzten Stein hier rein. Bam! Okay, Leute. Und jetzt müssen wir nur ein bisschen warten. Ich werde mich einfach mal in der Zwischenzeit hier zurückverkriechen. Wir schauen mal, was Thanos so zu sagen hat. Ob er was zu sagen hat. Ihr seht wahrscheinlich schon, Leute, mittlerweile ist es Nacht geworden. Ich denke, wir haben genug gewartet und da ist er. Ich habe es also hinbekommen, Leute. Wir konnten tatsächlich Thanos beschwören. Da ist er. Er hat sogar den Handschuh an. Leute, seht ihr das? Den Handschuh hat er auch an. Und die Kristalle hat er auch schon drauf. Seht ihr das? Alles ist auf jeden Fall drauf. Die Frage ist jetzt nur, ist er böse? Eigentlich ist er ja böse und will alles zerstören. Deshalb frage ich mich eigentlich, warum ich das überhaupt gemacht habe. Aber naja, wie dem auch sei.
wir haben ihn auf jeden Fall jetzt hier zum Mond gebracht. Das heißt, ich müsste eigentlich nur wieder zur Erde zurück und dann hat sich das Ganze. Weil wenn er auf dem Mond was macht, dann hat das ja eigentlich keinen Einfluss auf die Erde, oder? Oder doch? Gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt aber genug, weil ich kann ihn mal angreifen. Wir können ja mal ganz gut schauen. Und? Oh mein Gott, okay, er greift zurück an. Okay, Leute, schlechte Idee. Okay, er folgt uns aber nicht. Ja, ganz schlechte Idee, würde ich sagen. Ich würde sagen, Leute, wir verkriechen uns dann lieber auf die Erde zurück. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und, schreibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare, wann ihr das Video schaut. Aktuell ist es 3.22 Uhr morgens. In dem Sinne, Leute, wünsche ich euch einen guten Start in den Tag. Vielleicht einen guten Mittag oder auch einen guten Abend. Ich weiß es nicht. In dem Sinne, Leute, haut da rein und ciao.